Herzlich willkommen zu 1000 PS TV von der Präsentation der Kawasaki Ninja 650. Jo, die Kawasaki Ninja 650 sind wir jetzt im spanischen Bergland gefahren. War großartige Fahrerei. Herrlich. Was kann ich sagen? Top Speed am Tacho 201. Ein Kollege, der ein bisschen schmächtiger ist wie ich, hat 213 gebracht. Das allerdings mit Rucksack. Unser Rucksack, der kostet ja immer Top Speed. Allerdings ist es so, dass diese Übersetzung so ausgelegt ist, dass der Motor dann ziemlich genau in den roten Bereich kommt, also so bei knapp 10.000 Umdrehungen. Das heißt, die Getriebeabstimmung ist wirklich perfekt. Dreht sich schön aus in diesem Top Speed und dann ist einfach vorbei. Die maximale Leistung hat sie bei 8.000 Umdrehungen, da hat sie 68 PS aus diesem 650 Kubik Zweizylinder Parallel-Twin. Und ich glaube, sie hat 65 Newtonmeter bei 6.500 Umdrehungen. Und bevor ich das jetzt vergieße, es gibt natürlich auch einen Kit, um die Maschine auf 48 PS zu drosseln. Und das Leibwand ist, das geht rein elektronisch mit einer Software. Das heißt, es ist überhaupt kein Problem, diese Maschine dann wieder aufzumachen. Das ist eigentlich was Tolles. Und ja. Wie soll ich jetzt sagen, ich bin ja ein doch relativ erfahrener Motorradlfahrer. War mir das zu wenig Leistung? Nein, ist mir nicht zu wenig Leistung gewesen. Der Motor ist so, die Eigenheiten dieses Motors, er vibriert ein bisschen. Also du hast eigentlich über den gesamten Bereich, spürst gewisse Vibrationen. Und das erkennt man auch daran, dass bei diesen Fußrasten so Ausgleichsgewichte angeschraubt haben. Die kann man mit zwei Schrauben wieder abnehmen. Was ich persönlich machen würde, weil mir das halt ein bisschen unwürdig ausschaut, aber und mir diese Vibrationen nichts ausmachen, weil das keine unguten Vibrationen sind. Also es ist nicht sowas, was dass du die Hände einschlafen lässt. Du merkst einfach, dass dieser Motor arbeitet und das ist in keiner Weise störend für mich persönlich. Und diese Ausgleichsgewichte durch deine Fußrasten, die stören mich persönlich, aber also die würde ich abnehmen. Und ja, weil mir das ja egal ist, wenn es ein bisschen vibriert. Was grandios ist bei diesem Motor, ist diese Elastizität. Der geht eigentlich von ganz unten bis ganz oben. Ist auch sehr, sehr schön einzusetzen. Wunderbar. Das Einzige, wo man vielleicht ein bisschen mit der Gashand ein bisschen sensibler sein muss, ist in den unteren Gängen, wenn man so also einen Kreisverkehr fährt und das Gas auf und zu macht, weil man jetzt diese Geschwindigkeit nicht ganz genau einschätzen muss und ein bisschen nachregulieren. Da neigt es ein bisschen zu Lastwechsel. Ist wie gesagt, das ist komplett einfach Hand zu haben. Und das Entscheidende ist aber, wenn es richtig zur Sache geht, also wenn das Ganze ein bisschen flotter unterwegs ist, dann merkt man von so Lastwechseln überhaupt nichts. Im Gegenteil, dann ist man einfach nur begeistert, wie schön dieser Motor dreht und wie toll er eigentlich diese 68 PS entfaltet. Natürlich ist es so, wenn man jetzt im Bergland unterwegs ist und bergauf, jetzt keine Ahnung, irgendein stärkeres Motorradl jagen will, na dann ist es natürlich, dann fehlt ein bisschen diese mörderische Kraft aus den Kurven. Aber Stichwort schwungorientiert fahren, man muss halt eine schöne Linie fahren, darf den Speed jetzt nicht zu extrem abstechen am Kurveneingang, sondern halt ordentlich einrollen lassen. Und dieses ordentlich einrollen lassen funktioniert super, weil nämlich eine ganz große Stärke dieser Kawasaki Ninja 650 ist das Fahrwerk. Da war ich wirklich begeistert. Die Gabel, natürlich keine Supersportgabel, aber trotzdem spricht die gut an. Sie ist nicht zu weich, wehrt sie eigentlich, auch wenn man hart bremst, stemmt sie sich da dagegen und gibt ihr Bestes. Da habe ich eigentlich keine, also nichts, was ich jetzt sagen müsste, ich bin mit der Gabel nicht zufrieden. Im Gegenteil, habe die sehr, sehr toll gefunden. Ist ein 41 mm Teleskop, ja, um das zu vervollständigen. Nicht einstellbar, aber ist wie gesagt gar nicht notwendig. Und was sensationell ist, ist hinten dieses Federbein, das ist jetzt anders angelenkt, hat ein bisschen einen anderen Hebel, ist zentral drinnen und funktioniert auch in Verbindung mit dieser neuen Schwinge. Es ist immer noch eine Stahlpressschwinge, aber die ist jetzt, glaube ich, um 2 Kilo leichter wie die alte oder ist 4 Kilo leichter, das weiß ich nicht ganz genau. Aber auf alle Fälle leichter,
und passt aber unvorstellbar gut. Also das war für mich das absolute Highlight an diesem Motorradl, dass ich am Kurvenausgang die Traktion so wahnsinnig gut gespürt habe. Das war super. Es war ein echt ganz, ganz tolles Erlebnis. Also du fährst ein in diese Kurven, wartest am Scheitel, bis glaubst du, jetzt kannst eh den vollen Soft abrufen und dann merkst du einfach, wie das hinten, wie sich das da in den Asphalt verbeißt und da gibt es keine Unruhe. Das ist wirklich super dämpft. Das haltet den Kontakt zur Straße und macht, wie gesagt, also mir hat das beim Fahren, dieses Rausfeuern an ganz, ganz großen Spaß gemacht und ich war wirklich beeindruckt, dass ein Motorradl in dieser Liga das kann. Das war super. Was ist mit der Bremse? Auch die Bremse verdient ein ganz großes Lob, weil es ist ein super Biss, super dosierbar und das ABS ist ein Bosch 9,1. Das hat bei mir nicht ausgelöst. Das heißt, es kommt relativ spät und so soll es sein. Aber Dosierbarkeit und Biss ist einfach in dieser Klasse ein Traum. Hat mich wirklich beeindruckt, ist großartig und hat auch verstellbare Hebel, sowohl Kupplung als auch für die Bremse, um auf die unterschiedlichen Fingerlängen einzugehen, was super ist. Bei der Kupplung, die ist Gott sei Dank sehr leichtgängig, weil bei so einem Motorradl schaltest du natürlich, also wenn du im Modus bist, dass du Feuer gibst, schaltest du natürlich relativ oft, weil du natürlich diesen Drehzahlbereich suchst, wo sie Leistung und Drehmoment, Spitzenleistung und Spitzendrehmoment treffen. Also du fährst immer so zwischen 6.000 und 9.000 Umdrehungen. Im Feuermodus und da schaltest du natürlich schon öfter und da ist es großartig, dass diese Kupplung, dass die wirklich relativ leicht geht und auch toll ist, dass sie ein Anti-Hopping-Feature hat. Also du musst dich nicht fürchten, dass das hinten jetzt irgendwie ungut stempelt am Kurveneingang, wenn du ein bisschen rasant runterschaltest, sondern das ist eigentlich, ja, das beruhigt durch diese Anti-Hopping-Kupplung, wie ist das Heck eigentlich immer beruhigt. Ja, was ich dann noch gehabt habe, weil ich bin natürlich jetzt in der letzten Zeit mit sehr, sehr vielen Motorrädern gefahren, die alle so einen Schaltassistenten haben, also so einen Schaltautomaten. Und ich meine, das ist halt so, wie soll man das sagen, an eine Verbesserung gewöhnt man sich halt irrsinnig schnell. Im Gegensatz zu einer Verschlechterung, da gewöhnt man sich relativ schwer dran, aber eine Verbesserung gewöhnt man sich sehr schnell und dann vermisst man das auf einmal. Und jetzt haben wir gedacht, okay, das hat keinen Schaltautomaten, ich muss immer kuppeln, ist hier ein Wahnsinn, aber so ist die Welt. Und ich habe mich dann erinnert, dass ja gute Getriebe, die kann man ja trotzdem ohne Kupplung schalten, einfach indem man da jetzt einen leichten Druck am Hebel hat, dann kurz das Gas lupft und den nächsten Gang reinflutschen lässt. Und das hat sensationell gut funktioniert. Also, ich weiß nicht, ob man es dann am Onboard-Video sieht, aber du feuerst aus, bis bei der richtigen Drehzahl bist, dann lupfst kurz das Gas und dann hast du schon den nächsten Gang drinnen und das hat eigentlich funktioniert, wie mit einem Schaltautomaten, ist halt mechanisch und du brauchst ein bisschen ein Gefühl. Aber nachdem das Getriebe wirklich brillant ist, auch von der Abstufung her, diese Gänge greifen irrsinnig schön ineinander, lassen sich wahnsinnig gut schalten. Insofern war das beim Raufschalten, also wenn Feuer gibst, wenn du auf Zug bist, war das sehr, sehr lässig. Und es ist mir sogar beim Obischalten gelungen. Also du schließt das Gas, rollst auf den Kurveneingang hin, hast auch schon den Druck am Schalthebel, gibst also einen kurzen Zwischengasstoß und dann ist schon der nächste niedrigere Gang drinnen. Und durch diese Anti-Hopping-Kupplung ist das hinten immer ruhig gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Anti-Hopping-Kupplung ist, weil die greift ja dort, wenn man kupplungslos schaltet, nicht ein. Also das ist möglicherweise jetzt ein Blödsinn gewesen, was ich gesagt habe. Excuse. Fakt ist auf alle Fälle, auch wenn man kupplungslos abschaltet, also wenn man diese Drehzahlen genau erwischt und das so eine lupfen lässt, ist das hinten total ruhig geblieben. Ja, was generell muss ich sagen, ein fantastisches Motorradl, was Kawasaki da hergestellt hat. Natürlich fragt man sich, okay, keine Traktionskontrolle, okay, kein Ride-by-Wire, sondern nur ordentliche Gaskabel und keine Riding-Modes. Und im Endeffekt ist es aber so, man braucht es in der Klasse nicht. Also das hat jetzt 68 PS, wie gesagt, bringt 200 km/h und raucht ordentlich durchs Land. Es hat eine super Beschleunigung. Es ja,
hat eben durch das tolle Fahrwerk kann man sehr, sehr schöne Kurvengeschwindigkeiten fahren und in Wirklichkeit brauchst du da keine Elektronik. Das ist jetzt halt leider so, dass das schon so irgendwie bei diesen großen Motorradeln, dass sich das schon so durchgesetzt hat, dass man dann ein bisschen sogar die Nase rümpft und sagt, okay, da ist ja nichts drauf, aber es ist auch wirklich nicht notwendig. Was bei dieser Maschine grandios ist, das ist das Gewicht. Das hat jetzt 193 Kilo vollgetankt und ich meine, da haben sie einfach 18 Kilo im Vergleich zur Vorgängerin runtergeräumt. Also die ER6F, ja, das war die verkleidete, die darf man als Vorgängerin bezeichnen und die haben sie einfach 18 Kilo runtergerammt. Das Wichtigste, wo sie am meisten Gewicht eingespart haben, war beim Rahmen. Das hat jetzt also einen Gitterrohrrahmen aus Stahl. Da haben sie ja runtergerammt 15 Kilo beim Motor. Haben sie ja 2 Kilo runtergerammt und ich glaube, die Schwinge auch noch 4,5 Kilo. Das heißt, irgendwo müssen sie dann noch Kilos dazugeben haben, weil insgesamt gibt es eine Gewichtseinsparung von 18 Kilo. Und das ist natürlich diese Leichtigkeit, die merkst du schon. Du merkst diese Leichtigkeit beim Fahren, gerade beim Kurvenfahren. Und das ist natürlich super, weil warum soll es schwer sein? Was Leichtes ist natürlich beim Kurvenfahren immer besser. Sitzhöhe ist 790 mm für einen WMI. Perfekt. Es gibt auch einen höheren Sitz, glaube ich, der hat dann 810 mm. Würde mir auch immer noch taugen, aber mir ist der Kniewinkel jetzt nicht zu eng gewesen, sondern im Gegenteil, ich bin ganz super drauf gesessen. Optisch finde ich jetzt vielleicht diesen Lenker nicht ganz so Weltklasse. Das ist halt ja, ein bisschen ein erhöhter Lenker in so einer zweiteiligen Optik. Aber so von der Sitzposition her und vom Fahren her war das ganz, ganz toll. Man hat das Vorderradl sehr gut gespürt. Man hat ein wirklich einfaches, aber auch fehlerverzeihendes Handling geerntet. Also das ist jetzt nicht so, dass diese Maschine heikel zu fahren ist. Sie ist schnell zu fahren, aber sie ist sehr gutmütig. Sie ist jetzt nicht stur, sie ist auch nicht nervös, sondern sie ist einfach, ja, sie hilft da mehr oder weniger gut, sicher und mit viel Freude Motorradl zu fahren. Was ja perfekt ist. Jetzt sehe ich noch das Display. Das Display ist eh wunderschön mit einem großen analogen Drehzahlmesser. Und dann hat es ja jetzt auch eine Ganganzeige. Das finde ich auch mittlerweile sehr, sehr toll. Früher habe ich immer gedacht, ne, brauche keine Ganganzeige. Ich spüre den Motor eh. Und es ist so, diesen Motor spürst du auch wirklich gut. Aber es ist trotzdem super, wenn du weißt, in welchem Gang unterwegs bist. Also siehst du 5er, na gut, ich kann noch einen nachlegen. Und es hat auch einen Schaltblitz. Und der Schaltblitz auch noch für sich, naja, schaue ich auf den jetzt nicht unbedingt drauf, auf diesen Schaltblitz. Also ich lasse mich da von dem Schaltblitz eher nicht beeinflussen. Aber es ist so dadurch, dass der Motorverlauf relativ linear ist und oben diese Leistung nicht abreißt vor dem Begrenzer, ist es gar nicht schlecht, wenn man so einen Schaltblitz hat, weil man das unter Umständen nicht spürt, dass man jetzt auch noch für sich schon diese Drehzahl erreicht hat, wo der Begrenzer bald kommt. Und im Ernstfall ist natürlich ein Wahnsinn, wenn du in den Begrenzer kommst, weil dann hat ja der Kollege von hinten, na, der im richtigen Gang ist, na, der frisst dich gleich um ein paar Meter und die muss dann wieder aufholen durch hartes Zangeln in der Kurve oder einem mörderischen Kurveneingangsspeed. Ja, ich muss sagen, ich bin begeistert, ich finde das sehr, sehr leibend, habe a priori, habe ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, dass ich mir gedacht habe, na geh, wie kann denn Kawasaki jetzt so einen Zweizylinder Ninja taufen, weil die Ninjas waren schon immer diese echten Supersportgeräte, die wirklichen, ja, Ringmaschinen. Und muss jetzt aber sagen, ja, das ist einfach eine Erweiterung dieser Ninja-Serie nach unten. Die ist natürlich viel, viel einfacher zu fahren wie so ein ZX6R. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Und es ist aber trotzdem, und deswegen ist meiner Meinung nach dieser Name gerechtfertigt, es ist trotzdem sehr, sehr sportlich zu bewegen. Aber, und das ist vielleicht der gewaltige Unterschied, so ein Ninja ZX6R, die macht da eigentlich nur Freude, wenn du wirklich Feuer gibst, wenn du engagiert unterwegs bist und wenn du, ja, den Streckenrekord auf der Hausstrecke brechen willst, dann macht er das auch Freude. Und die Maschine macht auch Freude, wenn du nicht ganz so schnell unterwegs bist, sondern da kannst du auch durchs Land gondeln, kannst dir ein bisschen umschauen. Und du kannst aber auch, wenn es sein soll, so fahren, dass das Herzerl ordentlich pumpert. Ja.
In diesem Sinne freue ich mich morgen auf die Kawasaki Z900 und finde es großartig, dass Kawasaki jetzt auch eine Ninja braucht hat, die ein bisschen gutmütiger zu fahren ist, wie die echt wilden Heizergeräte. Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und wie gesagt, morgen melde ich mich dann von der Z900. Ciao, Papa!